Am Samstag rollte die große Pfingstabreisewelle in Westerland. Allerdings ging schon am ganz frühen Morgen auf den Zufahrtswegen zum Autozugterminal fast nichts mehr. Mehrere Stunden Wartezeit mussten die Reisenden in Kauf nehmen. Am Vortag war bekannt geworden, dass auf der Zugstrecke zwischen Niebel und Westerland Gleise teilweise abgesackt und beschädigt sind. Daher dürfen an bestimmten Streckenstellen die Züge nur mit 20 km/h fahren. Die Fahrtzeiten sowohl beim Autozug als auch den Personenzügen verlängert sich so, und das hat enorme Verspätungen im gesamten Bahnverkehr zur Folge. Pro Stunde und Strecke durfte nur ein Autozug fahren. Alle Fahrgäste, auch die des Autozugs Sylt, wurden mit dem Sylt-Shuttle befördert, um die Strecke zu entlasten. Am späten Nachmittag entspannte sich die Lage deutlich. Danke an das Team vom DRK Sylt, die fleißig Wasser an die Reisenden verteilt haben. Und auch die Sylt-Fähre hatte zugesagt, wenn notwendig, am späten Abend noch eine weitere Fahrt dran zu hängen. Die Einschränkungen im Bahnverkehr bleiben in den nächsten Tagen weiter bestehen.